da ich letztes Mal den ersten Teil von YouTube Kacke Adventskalender nicht gefunden habe, werden wir jetzt darauf reagieren. Ich weiß, der erste ist nie mehr. Und ich weiß auch, dass ich die Videos nicht immer an den Tag hochgeladen habe. Aber wir reagieren trotzdem drauf. Entschuldigung, krieg ich Aggression bei sowas. Hey! Ja, Squabs. Wunderbar. So ist es. Ich brauche. Ich auch. Ich bin Kevin. Gleich wieder gehen. Go. Das war geil. Alter! Ich sehe aus, als wäre ich zum Kinderflieg unterwegs. Mal dir die Pfanne schwarz an und basta. Guck dir die dämliche Fliege an und den Kuckerbund, Mann. Mann. Sinn an. Ich überleg echt, ob ich kann drauf anspreche. Was meinst du? Was weiß ich? Was weiß ich? Ich wollte den roten Kurkumastbund nicht rum, weil das Thema ist. Rot ist das Thema? Lil ist das Thema, du Idiot. Kacken. Ja, eine andere Antwort würde mir auch nicht einfallen. Eine Frage, kacken. Ist es schwerer, in Druck zu sein oder Chirurgist? Oh, eindeutig. Wenn man Leuten mitteilen muss, dass jemand gestorben ist, dann kommt die Nummer, wo man die OP-Maske runterzieht, kommt und den Kopf schüttelt. Wenn man das zu schnell macht, dann vermittelt das, ich wusste von vorne. Aber ich wäre da sehr einfühlsam, also bei mir würden eh alle sterben, davon abgesehen. Also ich würde da hinten so rausgehen und sagen, ja, tot, ne? Entschuldigung, ich habe jetzt noch Termine, ist tot halt, ne? Liegt drin. Und ja. Ne? Also ich wäre eigentlich voll der gute Arzt, ne? Ah ne, jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich stell mir gerade vor, ich wäre so ein Chirurg, ne? Erstmal die Vorstellung. Nee, aber wenn ich solche Nachrichten überbringen müsste, würde ich irgendjemand anders würde sagen, du gehst da jetzt hin. Ja, aber ich bin heute den ersten Tag hier, du gehst da jetzt hin und sagst, dass es vorbei ist. Ich würde das nie sagen. Und wenn ich aus einem OP-Saal rausgehen würde und die Angehörigen da stehen würden, würde ich so. Entschuldigung. Und wenn mich dann jemand fragt, na, waren Sie nicht der Arzt? Da würde ich sagen, nee. Ich habe da jetzt gerade nur gereinigt. Ich weiß da jetzt auch nie, was da passiert ist. Müssen Sie den nächsten fragen, der jetzt gleich rauskommt. Vorne rein, dass er kommt. Und wenn man zu viel überlässt, dann. Kann ich auch. Das ist falsche Hoffnung. Es muss genau richtig sein. Wenn mal einer meiner Angehörigen kommt. Dann hoffentlich ihretwegen. Ewigen. Das wäre schön. Ich kann auf einmal keine Bescheide mehr masturbieren. Dabei konnte ich das mal besser als alle anderen. Was soll ich denn jetzt nur machen? Es ist nur ein bisschen bla. Alle Leute erzählen mir, wie traurig sie sind und ich gehe nicht, bis sie mir geholfen haben. Ah, schön. Verdammt, Mammt. Ich muss gehen. Elliot, ich helfe Ihnen. Nicht. Nein, mir kann man nicht. Ich würde sagen, mir kann man nicht mehr helfen. Tut mir leid, aber mir kann man nicht mehr helfen. Ich vorbei. Ja, das war eine sehr geile Folge. Ich muss ja immer noch sagen, dass ich die Musik ja am Ende sehr, sehr schön finde. Und es sollte verpflichtend sein, dass die immer zu Weihnachten gespielt wird. Ich finde das eh schön, was momentan zu Weihnachten immer kommt. Harry Potter oder Herr der Ringe oder der Hobbit sind auch sehr schöne Weihnachtsgeschichten, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also, wer kennt's nicht, ne? Ganz alte Geschichte, Frodo versucht den Ring zu zerstören, ne? Ist halt eine ganz bekannte Weihnachtsgeschichte, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.